Mit den neuen Soundcore Liberty 4NC bietet der Hersteller das beste ANC für unter 100 Euro an. Aber wo muss man hier eigentlich Abstriche machen? Das erfahrt ihr in diesem Video. Ja, die Soundcore Liberty 4NC sind so ein bisschen abweichend von dem, was die etablierten Hersteller bis heute eigentlich so gemacht haben. Denn das beste ANC haben zu wollen, heißt eigentlich, dass man den teuersten Kopfhörer kaufen muss. Das hat sich jetzt geändert mit den Soundcore Liberty 4NC, denn Soundcore hat sich hier gesagt, wir nehmen mal einen Kopfhörer mit einer eher obere Mittelklasse Soundqualität, der dafür aber trotzdem das beste ANC hat, was wir hier bisher auf den Markt gebracht haben. Und das finde ich sehr interessant, denn dieses Konzept dürfte für viele viel interessanter sein, als für 250 Euro das Topmodell zu kaufen. Denn meistens wollen die Leute ja eher das beste ANC haben, aber sind mit Spotify und Co. doch eigentlich schon mit einem durchschnittlichen Klang sehr zufrieden. Vergleichen wir den Soundcore Liberty 4NC doch mal mit dem Soundcore Liberty 4, dem aktuellen Topmodell. Dann sieht man doch, dass die Hörerstäbe etwas länger geraten sind und auch das Ladecase ein kleines bisschen dicker ist. Man hat hier verschiedene Schiebe- oder Klappmechanismen entwickelt. Einmal hier ganz klassisch zum Aufschieben und hier hat man so einen Druckknopf implementiert. Von der Akkukapazität her ist das Ladecase hier von dem Liberty 4NC sogar noch etwas besser. Man kann hier den Kopfhörer 5-mal mit aufladen. Hier kann man den Kopfhörer nur ungefähr 3,5-mal aufladen. Und auch die Akkulaufzeit ist von dem Liberty 4NC besser als von dem Liberty 4. Hier hat man nämlich mit ANC eingeschaltet ungefähr 8 Stunden und hier hat man mit ANC eingeschaltet nur ungefähr 6 Stunden Laufzeit, was ich doch ziemlich cool finde, dass hier das günstigere Modell mehr Akkulaufzeit bietet. Was die Bedienung der Kopfhörer angeht, hätte ich eigentlich gedacht, dass Soundcore hier mehr Abstriche macht, dass man beim Soundcore Liberty 4 einige Zusatzfunktionen hat, die man bei den Liberty 4NC nicht hat, denn der Preisunterschied ist hier doch relativ hoch von hier regulär ungefähr 150 Euro und hier regulär 90 Euro. Aber man hat sich hier dazu entschieden, auch im App-Funktionsumfang einigermaßen alles so zu übernehmen, wie es ist bei dem Topmodell gibt. Das Einzige, was dem Liberty 4NC hier fehlt, ist das Spatial Audio. Das bedeutet, dass wenn man die Kopfhörer in den Ohren hat und sich dann nach links und rechts dreht, dass es dann so einen Stereo-Effekt hat, als würde man halt eben mit richtigen Stereo-Lautsprechern hören, dass die Musik auf der einen Seite leiser wird, auf der anderen ein bisschen lauter. Das ist hier bei dem Liberty 4NC nicht implementiert. Dafür gibt es aber so einen 3D-Audio-Sound-Effekt. Braucht man jetzt nicht unbedingt, wie ich finde. Aber ansonsten haben wir ja alle Funktionen in der App genauso wie bei dem Topmodell. Und das finde ich doch, ist eine ziemlich coole Sache. Wenn man jetzt mal die Touch-Gesten der beiden Kopfhörer vergleicht, dann ist es hier sogar möglich, bei dem Liberty 4NC insgesamt alle 4 Gesten zu verändern in der App, während das hier nur bei 3 der Fall ist. Wenn man hier bei den Soundcore Liberty 4 so eine Bedienung hat, wo man mit den Händen zusammendrücken muss, hat man hier halt eben so eine Bedienung, wo man ganz normal drücken muss. Das hat man angepasst. Die Bedienung hier ist etwas unempfindlicher dafür, wenn man zum Beispiel längere Haare hat oder eine Mütze trägt, dass da aus Versehen eine Funktion ausgelöst wird. Man kann auch die Eintippgeste, wenn man da halt eben mit einer Mütze oder mit den Haaren Probleme hat, einfach ausschalten in der App. Das ist auch kein Problem. Wenn man jetzt mal den Sound von den Liberty 4NC und den Liberty 4 vergleicht, dann merkt man doch, dass hier eben nur ein 11 mm dynamischer Treiber verbaut ist und hier eben 2. Einer, der sich eben dediziert mit dem Hochton beschäftigt und halt eben, ja, da für die Brillanz im Hochton sorgt und für eine Klarheit und für eine breite Bühne, was halt eben einem Kopfhörer, der für den High-End-Bereich angesiedelt ist, einfach gerecht wird. Während das hier halt eben nur ein 11 mm Treiber ist, der halt eben im Bassbereich und im Mittelton einen sehr schönen Klang macht, dem es aber im Hochton ein bisschen, ja, an der Präzision und auch an den Details fehlt. Wenn man jetzt aber einen Musikstreaming-Dienst wie Spotify benutzt, dann reicht der Sound von dem Soundcore Liberty 4NC aber völlig aus und dann kann man auch das, was der Soundcore Liberty 4 hier mit dem Dual-Treibern halt eben bieten kann, auch gar nicht ausschöpfen. Da braucht man halt eben schon einfach hochauflösende Musik oder halt eben einen hochauflösenden Musikstreaming-Dienst wie etwa Tidal. Dann kann man das ausschöpfen. Aber wenn man halt eben so Spotify-Qualität hat oder man eigene WMA- oder MP3-Dateien hört, dann reicht die Soundqualität von dem Soundcore Liberty 4NC halt eben völlig aus. Dann lohnt es sich halt wirklich nur noch, mehr Geld auszugeben, wenn man eben das beste ANC haben möchte. Das braucht man halt eben nicht mehr, wenn man den Soundcore Liberty 4NC kauft, der halt eben auch für einen Preis von 90 Euro einfach mal das beste ANC auf den Markt bringt. Das habe ich jetzt im Test auch mal mit den AirPods Pro 2 verglichen und ich muss sagen, dass das ANC der AirPods Pro 2 in vielerlei Hinsicht gar nicht wirklich besser ist. Also man muss halt eben Folgendes wissen, eine kleine ANC-Kundestunde. Soundcore gibt hier an, dass das ANC bis zu 50 Dezibel die Hintergrundgeräusche
leiser macht. Es gibt immer mal so wieder so Kopfhörer, wo man dann so liest, minus 42 dB, minus 32, minus 40 und jetzt hier eben minus 50 dB. Das trifft halt eben immer nur für eine bestimmte Frequenz zu. Ich sage jetzt einfach mal 500 MHz. Das bedeutet dann, das ANC ist an genau diesem Punkt, werden die Hintergrundgeräusche um 50 dB reduziert. Das bedeutet aber nicht, dass es in einem kompletten Frequenzspektrum so ist. Man kann gar nicht so genau sagen, welches ANC jetzt das wirklich Beste auf dem Markt ist, denn das eine ANC ist bei etwas höheren Frequenzen besser, das andere bei etwas niedrigeren. So ist es auch von der Passform und von dem Hörvermögen selbst abhängig, wie gut das ANC jetzt auch wahrgenommen wird. Ich muss sagen, Soundcore hat hier wirklich ein sehr gutes ANC im Petto, auch im Vergleich zu den AirPods, und liefert hier wirklich schon ab einer Lautstärke von 30-40% ein so gutes ANC, dass man von der Umwelt gar nichts mehr wahrnimmt. Ist mir vor allen Dingen auch im Büro und auch beim Sport aufgefallen, dass das hier wirklich sehr gut funktioniert und auch besser ist als von einigen anderen Top-Modellen, beispielsweise den Huawei FreeBuds Pro 2. Und da setzt die Soundcore meiner Meinung nach jetzt eine ziemlich spannende Nische rein. Man braucht halt eben nicht mehr den Top-Sound unbedingt zu kaufen, wenn man das beste ANC haben möchte, sondern hier, wenn man Spotify nutzt oder so, dann ist das hier halt eben mit einem Sound, der halt so in der oberen Mittelklasse eingesiedelt ist, vollkommen in Ordnung und vollkommen ausreichend. Man bekommt aber trotzdem einen ANC auf einem absoluten High-End-Niveau. Jetzt haben wir also hier einmal einen Kopfhörer mit einem richtig guten Klang und hier einen Kopfhörer mit einem richtig guten ANC. Da würde es mich ja nicht wundern, wenn wir vielleicht sogar dieses Jahr noch einen dritten Soundcore-Kopfhörer sehen, der dann den guten Klang mit dem guten ANC vereint. Aber das ist nur eine Spekulation meinerseits. Falls ihr da irgendwelche Infos nicht zu verpassen wollt, dann installiert euch doch gerne mal unsere App, die wir unten verlinkt haben. Ansonsten würde mich interessieren, was ist euch eigentlich wichtiger? Würdet ihr euch eher für den Klang entscheiden oder ist euch am Ende doch das ANC wichtiger als der absolute High-End-Sound? Schreibt mir das doch gerne mal in die Kommentare, ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao!